So, grüß euch! Heute wieder eine neue Fläche. Diesmal eine richtige Erstdurchforstung, also auch vom Alter her. Sehr, sehr junges Holz. Mit teilweise Rückegassenanlage, teilweise sind schon Rückegassen dran. Da muss ich eine Reihe raus, weil es sehr eng ist. Wie es da jetzt ist, ich schneide mich da jetzt einfach zurück. Ich tue da zwei Reihen raus, dass ich jetzt auch was reingekommen habe. Die Rückegassen sollen schon irgendwo Richtung 4 Meter breit werden. Teilweise kann es sogar nur ein bisschen mehr sein. Schaut dann am Anfang kurz etwas radikal aus. Wenn aber die Bäume jetzt an einem Platz und einem Licht kriegen, werden sie das in kürzester Zeit wieder zusammenwachsen. Zwei Reihen müssen ohne Hirn raus, weil meistens die nächste Maschine, was da reinfährt, ist natürlich noch größer und braucht dann dementsprechend Platz. Und wenn man mit dem Traktor mit dem Kranwagen reinfährt und das wächst sie wieder zusammen, der Baum nimmt einfach einmal am Durchmesser einmal mehr zu, kommt man irgendwann auch mal einmal durch. Da ist besser, man macht es in den Stadion gleich ordentlich und dann passt es. Ja, das probieren wir heute noch einmal. Ich tue euch wieder auf den Kopf auf. Ich versuche aber die Kamera weiter zum Obi dran, dass man mehr sagt über den letzten Mal. Beim letzten Mal das war scheiße. Das hat mir selber nicht gefallen.
arbeitslos. Das Reisigmaterial in der Rückengasse liegen, aber da die groben Äste da, das du jetzt siehst vom Laubholz, schmeiße ich ihm auf die Seiten, weil er fährt sich mit einem Standard-Grünland-Traktor aus, dass er da keinen Ost nicht irgendwann aufschirmt. Sonst tue ich das normalerweise nicht, weil ich brauche es ja selber. Mit den Kindern ist besser, ich fahre auf den Ostmann. Das Problem ist jetzt auch, wenn ich das Poppy-Zeug da herinnen stehen lassen darf, die Hand einfach extrem, wenn die ein bisschen einen Platz kriegen oder Licht kriegen, die Hand extrem vorwüchsig. Die überwachsen dann das ganze Holz, das was eigentlich was werden soll. Darum schneiden wir es lieber gleich raus. So, dann gelangen wir da jetzt gleich über links, rechts wieder ein wenig ein, soweit es geht. Darüber wandert, obwohl dass ich einmal sage, ich fahre nur mit halb und dreiviertel Gas, warum ich die ganze Zeit mit Vollgas fahre. Nur dazu bei so einem kleinen Holz. Ich habe das Problem, dass die Maschine momentan halbwegs das Ölsaufen anfängt. Und ich habe mit verschiedensten Mechanikern schon drüber geredet und verschiedene Sachen schon ausprobiert. Und jetzt ist einmal das aller einfachste, was ich gerade ausprobieren kann. Vorraum gelesen, war man nur dazu beim selben Motor, bei dem Januar-Motor, der was da eingebaut ist. Dieser 4TNE106 TNS. Und da habe ich gelesen, wenn man den die ganze Zeit mit Halbgas oder wegen so halbert ein bisschen mehr wie Standgas schwer belastet, dass die das überhaupt nicht lustig fanden und dort dadurch als Ölsaufen anfangen können. Ob das so sein kann, kann ich euch nicht sagen, weiß ich nicht, ich probiere es einfach aus. Der Turbolader und die Motorentlüftung ist einmal nicht, das habe ich schon kontrolliert. Davon ist ja auch spannend, denn ich kenn die Vorbesitzer und dass er ein bisschen was braucht, das hat mir jeder bestätigt, aber dass er es richtig sauft, das ist jedem fremd. Also das kennt keiner. Und er raucht ja auch nicht blau oder irgendwas. Jetzt probieren wir das einfach einmal aus. Jetzt hoffe ich einmal, dass das meine Probleme wieder löst. Warum dass das dann so ist, falls das Ganze hilft, oder warum dass man angeblich einen Teillastbereich oder so halbwegs, wenn man Motor die ganze Zeit hernudelt, also eigentlich so wie ich das da habe, wenn man sehr wenig Dritze, dass ich wenig Diesel brauche. Da war ganz interessant, warum das schlecht sein sollte oder wieso aus dem Grund der Motor einen Ölverbrauch haben kann. Das darf mich echt interessieren.
jetzt die Lerchen und da schneiden wir jetzt an jedem zweiten raus. Eine Lerche braucht viel Licht. Da an der zweiten hat Laufbahn, die bleiben größtenteils noch dicht. Der Tadio war mal sagen, ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und dann bis zum nächsten Mal.